Und hier verfärbt sich der Himmel schon über dem Kaukasus in den Abend hinein. Die Damen sind vor wenigen Sekunden gestartet und wir können ihnen genau jenen Start nachliefern. Norwegen, die Ukraine, Russland von links weg gesehen, Deutschland in der vierten Spur von links mit Andrea Henkel, die die Startläuferin gibt heute. An zwei werden wir Efi Sachenbacher-Steele sehen, dann Miriam Gössner an dritter Position. Und am Ende, ähnlich wie bei den Männern, die jüngste heute, Laura Dahlmeier. Mit 19 Jahren hat sie die Verantwortung als Schlussläuferin. So, noch einmal das letzte Rennen bei diesem vorolympischen Weltcup an der Stätte, an der es im nächsten Jahr Medaillen geben soll. Auch für die deutsche Mannschaft. Insgesamt sind 17 Staffeln gestartet, 18 waren gemeldet. Die Slowakei hat zurückgezogen. Und hier also das geschlossene Feld rein in den ersten Anstieg. Da haben wir Efi Sachenbacher-Steele, die sich noch vorbereitet. Gleich von Andrea Henkel dann übernehmen wird. Die allerdings, ja, und jetzt sind wir live drin. Hier vorne weg mit Svetlana Slepsova aus Russland, die eingesprungen ist für Jekaterina Klassirina. Und auch für die Damen gilt, ähnlich wie die Männer am Vormittag, die Strecke ist entschärft worden, sollte kein Problem sein. Normal nicht, also wir haben jetzt keine Stürze groß verzeichnen können. Bei den Herren, so hoffen wir dann doch auch bei den Frauen, dass da nichts mehr passiert. Andrea Henkel hält gleich mal das Tempo hoch, versucht Druck aufzubauen. Die Strecke, ja, teilweise weich, hier sieht man es. Sie wird aber nicht mehr so tief werden. Vielleicht zieht es auch jetzt ein wenig an am Abend, dass es schneller wird. Also insgesamt kann man jetzt schon ganz zufrieden sein mit diesen Staffelstrecken. Und das ist ja die kürzeste Runde, die zu laufen ist im Biathlonsport. In der Damenstaffel 3x2 Kilometer muss da jede Läuferin laufen. Aber eben, da sind die Anstiege drin, die sicher beim dritten Rennen hier in Sotschi am vierten Tag richtig wehtun werden. Wir haben vorhin in der Aufwärmphase gesehen, lange hat Andrea Henkel sich mit ihren Oberschenkeln beschäftigt. Die noch mal gelockert, um hier entsprechend reinzugehen zu können. Die Führungsarbeit im Moment Anaïs Bescon aus Frankreich hat sich vor Andrea Henkel gesetzt. Es ist die sechste und letzte Staffel der Saison. Und insgesamt in dieser Disziplin führen die Norwegerinnen vor der Ukraine, Russland und Deutschland. Die deutsche Mannschaft allerdings mit der Chance, heute eventuell sogar noch Zweite zu werden in dieser Wertung. Da muss aber ein richtig gutes Ergebnis dabei rauskommen. Ein ähnliches wie das vor wenigen Stunden hier den Männern geglückt ist. Jetzt schon geht es Richtung Stadion. Noch ein kurzer Anstieg. Beziehungsweise wir sind schon da unten in der Kurve. Also, so schnell vergehen diese 2 Kilometer. Da hat man mal einen Blick hinein ins Laura Cross-Country Ski- und Biathlon-Center. Die einzige ebene Strecke war es bislang zumindest. Es ist schon angedeutet worden, dass sich hier noch einiges tun muss bis zum nächsten Jahr. Es gab doch heftige Diskussionen und vor allen Dingen in den ersten Tagen viel zu viele Stürze, auch von Weltklasse-Athleten. Stürze kommen vor, haben wir auch erklärt, ganz klar, aber nicht in diesem Maße, in dieser Fülle und in dieser Heftigkeit auch. Ja, die Französinnen sicher vorne mit drin, die deutsche Mannschaft dort zu sehen, die Ukraine, Russland, ganz klar. Vielleicht auch die Polinnen, läuferisch ja sehr stark. Gestern der Sieg von Magdalena Kwiston im Sprint, werden wir an zweiter Position sehen. So, Andrea Henkel. Startnummer gleich Standnummer beim ersten Schießen. Das heißt, jede nimmt die Position ein, deren Startnummer sie trägt. Norwegen auf Bahn 1, Deutschland auf Bahn 4. Ja, die Polin, ganz stark, Christina Palka, durchgezogen, alles getroffen, ohne Nachlader. Eine Scheibe steht bei Andrea Henkel. Französin ist weg, Tschechien, jetzt auch Andrea Henkel durch. Russland ohne Nachlader, auch die Ukraine. Andrea Henkel hatte früh begonnen mit dem ersten Schuss. Man
rechnet ja so um die 10 Sekunden, die man verliert. Also das hat sie sehr in Grenzen halten können, diesen Nachlader. 8,4 Sekunden nur hinter der führenden Polin Park. Gleich geht sie wieder vorbei an Chima, der Ukrainerin. Ja, und hat gleich wieder Kontakt ganz nach vorne. Palka gestern etwas müde gewesen, nicht so gut gegangen, aber heute scheint es doch zu funktionieren. Der erste Schuss, ein Treffer. Und der Fehler war links tief von Andrea. Rechts, auch rechts tief hier der Treffer. Wieder rechts tief, aber ein Nachlader ist okay. Und wenn man den Kontakt zur Spitze hält, dann ist noch nichts verloren. Genau, und so sieht das aus. Von der Spitze weg, also Polen, Frankreich, Tschechien. Dann Deutschland mittlerweile ja schon wieder vorbei an der Ukraine. Russland mit vorne drin. Alles ganz eng beieinander. Die ersten sechs binnen 8,7 Sekunden. Alice Biscon haben wir kurz gesehen. Start Nummer 5 für die Franzosen. Christina Pauker mit einer überragenden Saison. 12. ist sie im Weltcup. Am besten platziert. Einer starken polnischen Mannschaft. Und hat ja ihre erste Podestposition geschafft in Nowe Mesto bei der WM. Zweite war sie in der Verfolgung. Ja, hier sehen wir die einzige potenzielle Gefahrenstelle auf dieser Strecke. Das ist diese Kurve, die viel diskutiert wurde, aber jetzt so abgesichert ist und so verbreitert wurde, dass nichts mehr passieren kann. Also hier hat man dann doch noch wenigstens am letzten Tag reagiert. Und die Französinnen kommen näher. Auch Andrea Henkel versucht jetzt den Anschluss zu finden. Vor ihr haben wir Veronika Vítková aus Tschechien. Wird jetzt überholt von Andrea. Geht sie vorbei, ja. Ja, ist schon wichtig, gutes Tempo zu gehen. Italien, ja. Rücklage, nicht viel passiert, nur Zeit verloren. Hoffentlich fährt da keine Nachfolgende, aber wird wahrscheinlich nicht so gewesen sein darüber. Michela Ponza, auch die Erfahrene mit 34 Jahren. Da passiert sowas schon mal. Ja, die Abfahrt muss man schon auch fahren können. Heute sind die Verhältnisse schon so, dass es alles machbar ist. Und Andrea jetzt gleich an der Französin an. Eine Pascon. Ja, die deutsche Staffel ja siegreich in Antholz. Die Norwegerinnen führen die Wertung an. Dreimal haben sie gewonnen in Hochfilzen, in Ruhpolding. Und auch bei der WM in Nowe Mesto als Siegerinnen aufs Podest geklettert, ganz nach oben. Auch die Ukraine mit einem Sieg in Oberhof. Insgesamt 7 Nationen auf dem Podest. Das ist schon ganz ordentlich. Ja, Andrea hat die fehlende Zeit aufgeholt, auf Palka praktisch. Mehr oder weniger aufgeschlossen jetzt schon. Hier sehen wir nochmal den Sturz. Und da habe ich gedacht, hoffentlich kommt jetzt da niemand in Gefahr. Und ja, da hat eine Angst bekommen. Ferenc aus Rumänien muss zurück, sich den Stock holen. Da steht dann da im Prinzip auch noch im Weg. Ach, Geisterfahrerin ein wenig. Genau. Aber sie kommen alle rum. Auch Daria Jurlova aus Estland, die wir da gesehen haben. Und jetzt wieder hinein, so schnell geht das, die kurze Runde ins Stadion, gut besucht heute. Und das sind die drei Führenden. Palka, Andrea Henkel und die Französin Anaïs Biscon. Die haben wir hier ganz vorne im Bild. Waren 6. bei der WM. Silber gab es ja für Frankreich in Vancouver. Tolles Ergebnis. Aber mittlerweile natürlich eine völlig veränderte Mannschaft. Jean-Paul Chaquinot, wie immer gewohnt, bei den Damen am Glas. Und jetzt werden die Stände also von vorne an belegt.
in der Reihenfolge, wie sie hier ankommen. Geschossen. Polin, wollt sie schon wieder los? Andrea Henkel, komm, eine noch. Jawohl, ja, Andrea. Sehr gut. Und die Tschechin. Mit Tschechien, ja genau. Jetzt auch die Polin mit. Aber Frankreich. Zwei Patronen bleiben noch, Anaïs Bescon, um die Strafrunde hier verhindern zu können. Zwei Scheiben stehen noch. Jetzt geht's für Frankreich in die Strafrunde. Ihn ist wieder rausgelaufen. Vorneweg also Tschechien mit Witkova, Andrea Henkel an zweiter Position und Kristina Palka an Position 3. Alle binnen 3 Sekunden. Russland schießt, das hört man. Pavel Rostovtsev. So, jetzt das Gewehr geschultert. Svetlana Slepsova, die Rückkehrerin ins russische Team. Nach langer Verletzungspause nur 4 Weltcuprennen bestritten. So, und da ist sie in der Attacke, Andrea Henkel, und geht hier recht leicht, zügig vorbei an Veronika Witkova. Bisschen aufrechter hier. Ohne Anstieg, immer schön Frequenz hoch. Komm, das machst gut so. Komm, auf, komm. Und drüber gegangen hier. Ja, und jetzt wieder lang werden dort oben. Komm, Andrea, auf, hopp. Aufrecht laufen, das ist natürlich immer schwierig. Andrea neigt ein wenig unter starker Belastung nach vorne zu fallen, aber ihre Treffer sind jetzt hier mal wichtiger. Sehr schön hier diese 4. ins Zentrum und auch der letzte ins Liegendzentrum. Sehr sichere Schüsse. Wunderbar. Ist ja nicht immer so gelungen in dieser Saison, gerade im stehenden Anschlag. Wolfgang Pichler haben wir kurz gesehen, den Trainer der Russen. Oder auch eben dann im Stehenden, im letzten Anschlag, hat sie sich das ein oder andere bessere Ergebnis versaut. Andrea Henkel, 3. im Gesamtweltcup, überragend. Dennoch die Saison, muss man so sehen. Berger und Domracheva davor enteilt. Und hinter ihr, da muss sie in der nächsten Woche in Ranty-Mansijsk, Marie-Dorin Aber, die ist nur einen Punkt hinter ihr in der Gesamtwertung, und Kaiser Mäkelainen, die 8 Punkte dahinter ist, hinter Andrea Henkel ihren 3. Platz verteidigen. Den will man dann schon auch behalten in der Gesamtwertung. Macht das hier sehr gut. Es ist ja eine Meisterin des großen Schrittes, obwohl körperlich relativ klein, macht sie aber Riesenschritte immer nach vorne. Das war ja immer schon ihre Stärke. Wolfgang Pichler sehen wir hier, der Slepzowa anfeuert, die überhaupt nicht laufen kann. Heute kommt nicht ins Laufen. Nach der ersten Runde war sie schon 25 Sekunden zurück. Was da wohl ist. Ja, sie hat vielleicht immer noch Probleme, ist wie gesagt operiert worden am Knie, danach immer noch Wasser eingedrungen, ist ein-, zweimal eingesetzt worden während der Saison, immer wieder rausgenommen worden. Und jetzt für diese beiden Weltcups wollte man sie sicher dabei haben hier im Hinblick auf das kommende Jahr, wenn die Olympischen Spiele im heimischen Russland stattfinden. Aber vielleicht war es dann doch auch des Guten zu viel auf diesen schwierigen Strecken noch dazu. Ja, Witkova verliert ganz schön. Sie ist als Führende nach dem Schießen rausgegangen. Und jetzt doch schon großer Abstand. Und die 15, das sind die Finnen, Rumänen, Esten. Esten, ja, kommen da gerade noch rum. Artistisch, wie sie das dort gerettet hat. 8 Sekunden Vorsprung, 11 Sekunden Rückstand, ja, ja. 19,2 Sekunden, das ist schon ganz schön viel auf Andrea Henkel. Umgekehrte Vorzeichen im Moment als bei den Männern am Vormittag. Da lief Erik Lesser also letzter zunächst mal dem Feld hinterher. Andrea Henkel macht das hier sehr souverän. Mit einem Nachlader hält sie die deutsche Mannschaft hier ganz vorne. Und dann folgt der erste Einsatz von Efi Sachenbacher-Steele. Auf der 2. Position sind wir sehr gespannt, wie ihr das gelingt,
kann mir vorstellen, dass sie schon ein wenig aufgeregt ist. Ja, skatet hier hinein, Andrea Henkel. Klasse, sieht gut aus. Und da ist das Abklatschen, das gefordert ist vom Regelwerk, die Berührung und Evi Sachenbacher-Steele darf vorne weglaufen. Ihre Gegnerin heißt Magdalena Quiston, die so schnell war im Sprint, so schnell und gut geschossen hat, dass sie diesen gleich gewonnen hat. Und Gabriela Sukalova mittlerweile für Tschechien ja auch kein unbeschriebenes Blatt mehr. Und auch die Ukraine verfügt über vier sehr, sehr starke Läuferinnen. Und Fehler beim Wechsel. Petruschna hat definitiv nicht gemerkt, dass sie abgeklatscht wurde. Verliert hier einige Sekunden. Ja. Ja, muss noch mal anhalten, bleibt dann komplett stehen. Also diese Übergabe von Julia Cima auf Olena Petruschna. Die eingesprungen ist hier auch für Vita Semerenko. Die sollte eigentlich an dieser Position laufen. Gleich einen kleinen Adrenalinschub noch obendrauf. Jetzt der Wechsel der Französinnen. Und jetzt sehen wir es nochmal. Ah, und das Gewehr wurde berührt, nicht der Körper. Da war sich jetzt Petruschna nicht sicher. Oh, das Gewehr, ich weiß nicht, ob das gültig ist. Nein, ist es nicht. Es muss eine Körperberührung stattfinden. Also noch einmal gewendet. Zurückgerutscht in den Wechselraum. So, naja. Und dann ist es vollbracht. Also Deutschland vor Polen 6,6 Sekunden. Dann Tschechien, Ukraine, Norwegen. Auch Weißrussland sicher zu beachten mit der Schlussläuferin Daria Domracheva. Auch eine sehr starke Mannschaft. Und Andrea Henkel kann es zufrieden sein. Hat gut ausgesehen von Anfang bis Ende. Gut geschossen, ein Nachlader ist immer drin. Und jetzt auf der Suche, vielleicht nach, wie Andreas Benbacher, nach dem Rucksack. Ja. Ja, will man sich natürlich schnell anziehen nach der Belastung. Züge nicht allzu dick. Und nächste Woche gibt es ja eben noch weitere Rennen im kalten, furchtbar kalten Hantimansisk. So, jetzt die Polin. Überholt. Ja. Evi Sachenbacher-Steele. Und auch die Tschechin. Sukolova ist dran oder geht vorbei. Ja, ja. Aber das sind zwei absolut Weltklasse-Athleten. Athletinnen, wenn Evi sich da ja, zwischenklemmen kann oder mitlaufen kann, dann ist das eine gute Sache. Oh, ganz weite Skiführung hinein in diese Kurve. Ja, hat ja hier mit dem sechsten Platz im Sprint endlich mal ihr Potenzial abrufen können. Die ersten drei Einsätze in Pokljuka und Antholz, da war noch nicht so viel drin. Und jetzt, da sie dabei sein kann bei der Mannschaft, schon in Oslo mitgewesen, jetzt hier nächste Woche in Hantimansisk, die Trainer auch sie aufgefordert haben, jetzt zeig uns eine Leistung. Und hier liegt Svetlana Slepsova. Ich weiß nicht, ob es Erschöpfung ist oder eben auch Schmerz. Total blau. Ja, ja. Die ist total blau gegangen. Die ist über ihre Grenzen hinausgegangen. Und dann kannst du nicht mehr zulegen. Du wirst immer langsamer, willst schneller und wirst langsamer. Hast unheimliche Schmerzen. Und sie ist enttäuscht. Ganz klar, sie wollte hier natürlich eine gute Leistung bringen. Und ja, das muss sie jetzt erstmal verdauen. Ja, und Evi Sachenbacher-Steele mittlerweile an dritter Position. Also Sukalova vorbei, vorne Quiston und dann Sukalova, dann Evi Sachenbacher-Steele. Ein Moment im Rennen, wo sie ja, sich entscheiden muss. Gehe ich jetzt damit? Habe ich das drin? Auch in Richtung Stehen schießen, beziehungsweise schießen. Oder muss ich ein bisschen aufpassen? Zweiter Position und jetzt geht Sukalova raus. Das ist jetzt nicht schlimm. Sie laufen ja alle gemeinsam. Ja, und, ja, und da steht sie wieder ein bisschen nach Knie aus. Ja, ja, Svetlana Slepsova. Ich denke auch, das war eine Mischung aus Schmerz, Frust und Erschöpfung. Und man hat ja gesehen, dass sie im einen Schritt, an dem ich da gehumpelt ist, vorsichtig aufgetreten ist. Sieht nicht so gut aus. Ich glaube, dass Quiston schon ein hohes Tempo versucht anzuschlagen. Sie weiß, da kommt vor allen Dingen am Schluss noch mal eine sehr starke mit Heunisch. Also die Polinnen heute wirklich mit einer guten Mannschaft in Bestbesetzung unterwegs. Und da wird Quiston schon versuchen, Druck zu machen. Olena Petruschna hinter ihr. Kevin Eckhoff, die zweite Norwegerin. Quiston hat die beiden wieder überholt. Durch diesen Wechselfehler
ist sie zunächst zurückgefallen, auch wenn sie in der Zwischenzeit auf 4 geführt wurde beim Wechsel. Und da haben wir Ludmila Kalinczyk aus Weißrussland, zweite Starterin. Da werden wir noch Nadeshka Pisareva erleben und eben Daya Domacek. Evi ist dran. Ah, ist gut. Ja, Sprint mit der 13. Laufzeit. Hat sie alles getroffen. 10 Schuss, 10 Treffer. Ihre erste Weltcup-Staffel im Biathlon natürlich. Ja, ja. Jetzt wird es spannend für die Evi und für ihre Fans. Vergleich mal die Bewegungsabläufe einer ja, fast Anfängerin, ein Jahr Biathlon, aber sie hält da ganz gut mit. Oh, die Polin hat Probleme. Magdalena Kwiston. Sehr gut, Evi Sachenbacher-Steele. Aber die Polin, die muss in die Strafrunde. Also Sukalova und Evi Sachenbacher-Steele gehen hier als Erste raus. Und die Siegerin von gestern, ja, die überlegene Siegerin von gestern, hat solche Probleme. Wer glaubt denn das? Zwei Strafrunden. Zwei Strafrunden für die Polinnen. Das waren 27 Sekunden bei den Einzelrennen. Also kommen da gut 50 Sekunden hinzu, die sie es jetzt weit nach hinten trägt. Und die Uhr läuft zum Vorteil von Sukalova und Evi Sachenbacher-Steele. Schon 30 Sekunden jetzt Rückstand für die folgenden 34 fast für Witt-Krusna. Für die Französinnen. Hat sie gut hingekriegt. Und für Russland jetzt Olga Biluchina. Ja. Einer Randtreffer tief. Alle anderen sehr gut. Und jetzt geht Büston aus der Runde. 1:14 zurück. Als Führende kam sie zum Schießen. Ja. Und da bin ich gespannt, was den Polinnen da noch gelingt. Und die haben wir nochmal. Svetlana Slepsova, offensichtlich richtig enttäuscht, ja, ja, befrustet. Was an der Nase irgendwas, vielleicht, dass sie besser Luft bekommt. Hat da ja, Probleme gehabt. Ja, das weiß man halt immer erst nachher. Gell? Jetzt muss aber weitergehen, denn bei den Herren waren die Männer auch nach dem zweiten Läufer eine Minute zurück und haben dann gewonnen. Also noch ist alles drin und Evi hat hier ein ganz tolles Schießen abgeliefert. Ganz sichere Treffer bis hierhin. Auch der vierte Schuss wirklich gut und der fünfte. Wunderbar hat sie das gemacht. Sie hat gegengehalten und kann mithalten, wird schon mit der Weltspitze. Also der Stand nach dem dritten Schießen. Vorneweg die Staffeln aus Tschechien und aus Deutschland. Dann mit einer guten halben Minute dahinter die Ukraine, die Weißrussen, die Norwegerinnen und die Französinnen in lauer Stellung. Polen jetzt zunächst einmal abgeschlagen mit 1 Minute 14 Rückstand. Das soll nicht heißen, dass es für sie gelaufen ist, aber das ist schon gehörig. Ja, und, hier sehen wir. Und Sukalova vergrößert den Vorsprung. Evi hat vielleicht ein wenig jetzt gesagt, die erste Runde war mir schon etwas zu schnell, ich will jetzt nicht da auch noch Probleme kriegen. Ich hoffe nicht, dass sie gestürzt war. Nein, das sieht nicht so aus. Alles ist noch in Originalfarbe. Man sieht nirgends Schnee. Sie läuft ihr Tempo und das ist auch geschickt. Sie muss die letzte Runde noch laufen können. Und sie muss auch die Erfahrungen jetzt sammeln dürfen. Wie laufe ich auch so eine Staffel? Und Sukalova
scheint mir in hervorragender Form zu sein. Ja, zieht hier schön gleichmäßig durch. Gabriela Sukalova. Ja, schon 2,1 Sekunden war der Vorsprung. Ja, komm, das passt schon so. Komm, Evi, schön dein Rennen weiterlaufen. Komm auf, hopp. Zu viel verloren. 18 Sekunden. Also, Sukalova aus Tschechien. Vorneweg sehr, sehr schnell. Da haben wir sie 11. momentan im Weltcup. War ja schon Zweite. Erster Saisonsieg bzw. erster Weltcupsieg in diesem Jahr. Ganz sympathische, nette Person. Papunica schlug ihre große Stunde, dreimal auf dem Podest gewesen. Und jetzt hier mit der guten Chance, Tschechien weiter vorne zu halten. Jitka Landová und Barbora Tomesová sind die beiden, die da noch folgen werden. Also die zwei stärksten vermeintlich sind dann schon vorne weggelaufen mit Vítková und Sukalová. Zu sehen. Da hinten kommt Evi Sachenbacher Stehle. Kleiner Anstieg noch und dann rein hier in den Schießstand. Zweites Schießen. Evi jetzt auf Bahn 17. Einlaufend. Oh, da presst sie den Schuss, hat aber noch Glück, trifft. Und jetzt geht der daneben. Evi Sachbacher ist eingeblendet. Der steht. Die Nerven bewahren, auch wenn jetzt Pit Gruschner hierher fährt. Nicht stören lassen. Ja. Sieht gut aus bis hierher. Sieht sehr gut aus. Ruhig. Sagt sich immer alles so leicht. Aha. Petruschna muss nachladen. Ja, gut. Jetzt hat sie es geschafft. Sehr gut. Vor der Ukrainerin geht sie raus. Alle müssen sie hier nachladen. Norwegen auch zweimal, auch Weißrussland. Also Schießen absolviert mit zwei Nachladern im stehenden Anschlag. Auf zwei geht sie raus. Kurz dahinter Olena Petruschna. Das ist eine starke Gegnerin auf der Runde. Ja, die wird jetzt natürlich angreifen und versuchen, Evi Sachenbacher Stehle zu überholen. Vielleicht kann Evi mitgehen. Vielleicht ist sie das Rennen so gelaufen, dass sie eben die letzte Runde noch gut was reißen kann. Die Russinnen schießen jetzt da aber mit den zwei Fehlern schon. Volles Risiko. Ja, Frankreich auf drei. Auf vier, pardon. Polen auf fünf und Weißrussland auf sechs. Und Olena Biluchina. Abstand ist gehörig für Russland. Fehlerfrei wollte ich sagen. Knapp 1,30. Ja, super. Komm, auf geht's. Hopp. Komm, die paar Meter noch. Auf geht's, Evi. Stark gemacht. Hast auch vorhin in der Runde nur zur Sukalova verloren. Zu den anderen hast du es gleich gehalten. Komm auf, hopp. Auch das ist ja eine wichtige Information an Evi Sachenbacher Stehle und Andrea Henkel haben wir unten am Mikrofon. Bitte. Ja, Andrea, nach einem vierten Platz im Einzel, einem Sprintergebnis, über das wir nicht weiter reden wollen, eine tolle Eröffnungsrunde hier in der Staffel. Das sah fast leichtfüßig aus im Fernsehen. Wie anstrengend war es tatsächlich? Oh, es war schon anstrengend, aber
Ja, ich meine, gestern im Wettkampf hatte ich ja nicht viele Chancen mit meiner Nummer, die vorne drin. Ich hatte zwar Stadtgruppe 2, aber die war halt, die ging sehr früh los. Aber ja, heute war schon wieder besser. Und wir haben Schießstand hat es vor allem geklappt. Ist das eine Strecke, mit der Sie sich anfreunden können, auch im Hinblick auf die olympischen Wettbewerbe hier? Mit den Bergen schon. In den Abfahrten muss ich, glaube ich, noch ein bisschen üben. Also wenn ich dann unten bin, denke ich schon, das hätte ich ein bisschen anders machen können, weil der Schwung dann doch ein bisschen fehlt. Aber in dem Moment, wo man dann auf die Kurve zufährt, dann habe ich doch so ein bisschen Angst. Ist das tatsächlich so, dass man dann sofort denkt, bloß nicht hinfallen? Ja, das will man natürlich nicht, aber erstmal die Kurve kriegen. Die war halt nicht so schlimm, von dem her hätte ich mich jetzt nicht so anstellen müssen. Danke. Bitte. Aber der Respekt war von Anfang an da, vom ersten Tag an. Und die Stürze haben das Ganze ja auch nicht besser gemacht. Entsprechend verhalten schauen sich das dann an. Aber ja, ja, Ukraine ist vorbeigegangen an Efi Sachenbacher Stele. Wie nicht anders zu erwarten. Jetzt gilt es, diesen einen Anstieg noch für Efi Sachenbacher Stele dran zu bleiben, alles zu geben, damit der Rückstand nicht zu groß wird. Wir wissen, Pit Gruschner ist eine sehr gute Läuferin. Nicht umsonst ist sie Weltmeisterin im Sprint geworden dieses Jahr in Novo Mesto. So, das sind ja jetzt die letzten Meter. Also versuchen, es kommt kein Schießen mehr. Versuchen, was geht. Und das tut sie auch. Genau, da bleibst du dran jetzt. Da wird nicht locker gelassen jetzt. Da bleibst du dran jetzt, Evi. Auf, kämpf dich ran. Auf, hopp, hopp, hopp. Ja, das ist jetzt, tut's richtig weh. Jetzt tut's richtig weh. Da oben drüber ziehen. Und die doch schwerere Pit Gruschner hat in der Abfahrt leichte Vorteile. Ein paar Kilo sind das, die nach unten gut schieben. Und da im Zielbereich, im Wechsel, in der Wechselzone, gibt es die ersten Rangeleien zwischen Miriam Gössner und der Athletin aus der Ukraine, während hier vorne Tschechien schon gewechselt hat. Also Gabriela Sukalova ist durch. Und für sie jetzt auf der Strecke Jitka Landova, wie erwähnt, 22 Jahre, die jüngste im Quartett. Und dann der Blick wieder dahinter zu den beiden. Immer noch hält sie sich da gut, Efi Sachenbacher Stele. Ganz stark ist sie da mitgegangen, hat sich gut rangekämpft, wieder dran geblieben. Sie nicht wegziehen lassen, die Ukrainerin. Jetzt also der Wechsel von Pit Gruschner auf Valentina Semerenko. Und für die deutsche Mannschaft Miriam Gössner hat übernommen von Efi Sachenbacher Stele. Also Hälfte dieser Veranstaltung vorüber, die deutsche Mannschaft auf einem Podestplatz. Und jetzt liegt es an der schnellen Miriam Gössner und der jungen Laura Dahlmeier, wie das hier zu Ende geht. Und ein bisschen mischen die anderen natürlich auch noch mit. Die Polinnen mit Veronika Nowakowska-Simniak. Für die Französinnen jetzt Marine Boly. Und für Weißrussland, die wollen wir ja auch nicht ganz außer Acht lassen, jetzt die vorletzte im Rennen, Nadjeja Pisareva. Da schüttelt sie mit dem Kopf und sagt ja, das war unglaublich schwer, jetzt da hinterher zu laufen. Miriam Gössner geht vorbei, gleich an Semerenko. So wie wir es die Tage schon gesehen haben. Aber sie hat natürlich den weiten Weg, muss etwas mehr investieren. Gleich geht es wieder links rum, das heißt nochmal Außenkurve und da kommt sie so leicht nicht vorbei. Sie will zwar, aber du siehst, was das ausmacht. Na klar. Zack. Na klar. Und schon sind es 3 Meter. So, und mit der Startnummer 6 übergibt Nicole Gontier an Alexia Rungaldir für Italien. Mit der 17, das waren die Finninnen, Kaiser Meckerinnen an Sanna Markkanen. Der Blick aufs Tableau, Tschechien also vor der Ukraine, Deutschland an der 3. Position. Die 3 Nationen haben sich ein wenig absetzen können. Komm, die hat er näher Pulver verschossen. Schön dranbleiben, auf geht's. Ihr habt schon 8 Sekunden aufgeholt. 8 Sekunden auf die Tschechen. Hopp, auf! Jetzt wird sie erst mal erschüttert sein, Miriam Gössner, warum sie da nicht vorbeikommt. Aber wir haben sie ja gesehen, eindeutig. Außen kommst du da nicht vorbei.
Ja, und Valentina Semerenko ist auch keine schlechte aus der Ukraine. Aber normalerweise, so wie sie jetzt hier sich präsentiert hat, Miriam Gössner, in den letzten Tagen, ging sie ja viel besser als in Oslo, hat sie selbst erzählt. Abfahrerin ist sie normal eine gute. Jawohl, kommt ohne Probleme hier rum. Aber auch die Ukrainerin. Ja. Und jetzt der nächste Angriff. Die nächste Attacke. Oh, das und sieht schon sehr schwerfällig aus. Das ist die erste Runde. Ja, wir haben es ja gesagt. Jitka Landova und Barbora Tomesova für Tschechien. Die Schlussläuferinnen auf 3 und 4. Nicht so stark wie die ersten beiden. Jetzt die Attacke nochmal. Aber Valentina Semerenko ist auch eine Kämpferin. Das lässt sie hier nicht so einfach geschehen. Sehen Sie davon, die Japanerinnen sind schon überrundet. Ja. Und wir haben zwischendurch gehört, dass Svetlana Slepsova, die Russin, doch arge Kreislaufprobleme wohl auch hatte. Hier dann eben noch mit einer Trage rausgebracht worden ist und behandelt wird. Ja, total blau. Kreislaufzusammenbruch mehr oder weniger während des Laufens. Das ist ganz schlimm. Das tut weh. Also der Rückstand war 46,7 Sekunden beim Wechsel von Miriam Gössner auf die Führenden, auf Landova. Das ist die Japanerin und da kommt Miriam Gössner jetzt. Ja, ist vorbei, ja. Vorbei. Ja, super. Wir gehen sauber an die Nachhaltephase denken, ganz wichtig heute. Gleich das Umschwenken, das Vorbereiten auf das bevorstehende Schießen. Das sind schon nur noch 29 Sekunden. 17 Sekunden etwa gut gemacht. Die beiden hier treiben sich natürlich auch ein wenig. Semerenko aus dem Windschatten fährt sie da zumindest mal nebenher. Hier die Polin und dahinter für Frankreich Marine. Ja, da bleibt der Abstand zur Führenden in etwa gleich. Das heißt, Gössner und Semerenko gewinnen Zeit auf die Folgende. An Christine Flatland-Affeld haben wir hier, vorletzte Läuferin für Norwegen. Und sie wird dann natürlich übergeben an Tora Berger. Dann im Zweikampf mit Laura Dahlmeier. Da sind wir sehr gespannt. Ja, das mutige kann, Aufstellung. Kann doch durchaus noch so werden. Aber heute Morgen hat sich das ja schon gelohnt. Mit Benedikt Doll an Position 4 bei den Männern. Am Ende der zweite Rang. Ja. Und ganz hell und grell. Ein wenig Sonne kommt noch rein. Die Abendsonne sticht rein, macht aber nichts aus. Das ist kein Thema, es ist nur gut angeleuchtet, schaut sehr schön aus. Herrliche Bilder, aber jetzt die Konzentration auf die 5 kleinen Scheiben. Repetierfehler, jetzt ist eine Patrone raus, sie muss diesen Schuss nachladen. Und da geht auch der Rest des Vorsprungs flöten. Bei dieser Fingerarbeit Miriam Gössner. Nachhalten. Aha. Schön nachhalten, Miriam. Ruhig weiterschießen. Bleibt bei dem einen Nachlader. Valentina Semerenko. Ja, sehr gut. Gehen beide wieder zusammen raus auf die Strecke und werden sich jetzt der Tschechin nähern, da bin ich mir sehr sicher. So, und wer jetzt die Innenbahn hat, hat den Anstieg wieder den Vorteil. Semerenko bleibt vorne und Miriam Gössner wird jetzt wahrscheinlich nicht überholen wollen, es sei denn, Semerenko würde einbrechen. Denn da kann man, jetzt versucht sie es wieder. Schon wieder, ja. Kommt sie jetzt vorbei? Jetzt zeige ich es dir. Jetzt will ich es wissen. Ciao. Und Valentina Semerenko hält da stur die Innenlinie und stur dagegen.
Ja, Mensch. Und sie kommt nicht nach innen, sie kommt nicht vorbei. Warum macht sie denn das? Das kostet nur Kraft. Und für die russische Mannschaft jetzt die Katharina Jurjewa. Nadja Pisareva aus Weißrussland. Sie versuchen es natürlich, die Russinnen, mit viel Risiko. Und dann geht doch mal einer daneben, jawohl. Hat sie selbst nochmal unglaublich geschaut, im Moment gezuckt. Pavel Rostovtsev markiert gleich die Schüsse, die er hier aber nicht zeigen darf. Am Schießstand, die Informationen dürfen nur draußen weitergegeben werden. Die Schweigezone sozusagen hier im Bereich des Schießstands. Und die beiden Treffer rechts, der Fehler rechts, also Rechtstendenz. Warum kommen diese Tendenzen zustande? Weil man sich auch etwas anders ab und zu hinlegt. Also du musst immer versuchen, die gleiche Körperposition im Anschlag zu haben, den gleichen Winkel der Schultern zu den Scheiben. Alles muss immer exakt gleich sein. Und das ist die große Schwierigkeit. Hinlegen und so ungefähr hinlegen geht nicht. Der Anschlag muss wirklich immer ganz genau gleich sein. Das ist das Tableau nach dem fünften Schießen. Tschechien vor der Ukraine und Deutschland. Das sind die ersten beiden Verfolgerinnen der Führenden. Dann mit ein wenig Abstand Polen und Frankreich. Norwegen auf dem sechsten Rang, auch im Doppelpack mit Weißrussland unterwegs. Und wir hören Efi Sachenbacher-Stehle. Bitte. Ja, Efi, Staffelpremiere im Biathlon-Weltcup. Gibt es eine Erfahrung aus Ihrer Langlaufzeit, die heute hilfreich war? Ich weiß nicht so recht. Also am Anfang habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Da war ich total locker. Und dann so 10 Minuten vor dem Start ist langsam losgegangen. Ach du meine Güte, jetzt geht's dann los und ich muss treffen. Aber das Schießen hat ganz gut funktioniert. Aber ich habe mich von gestern auf heute nicht wirklich erholt irgendwie, weil ich war die ganze Nacht so auf 180 nur von gestern und ich habe so schlecht geschlafen. Und das haben meine Beine mir halt spüren lassen. Also ich habe mich halt sehr, sehr müde gefühlt, aber für das war es ganz okay. Man hat es ein bisschen gesehen, auch vor allen Dingen in der zweiten Runde. Ist das Haushalten mit den Kräften aber dann auch das A und O? Das auf jeden Fall. Und ich meine, da muss man muss immer schauen, dass man so läuft, dass man dann andere treffen kann. Weil es nützt nichts, wenn du dann da auf Teufel komm raus, droh bleibst an der anderen und dann aber am Stand stehst und wackelst und zitterst und die Scheiben nicht mehr triffst. Dann lieber ein bisschen dosiert und dann treffen. Das ist wichtiger. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich jetzt gut erholen. Danke. Ja, während wir hier die führende Tschechin sehen und hinten dran die sich nähernden Verfolgerinnen. Toll. Miriam Gössner an zweiter Position. Vorbeigegangen an Super. Valentina Semerenko. Ganz stark. Und auch stehen, schön Nachhaltephase. Ja, bislang doch Probleme gehabt in diesen Tagen in Sochi, hier an diesem Schießstand, der eigentlich ganz gut zu beherrschen ist. Gestern 3 Fehler im Sprint von Miriam Gössner. Im Interview hat sie wieder gesagt, das kriege ich bis nächstes Jahr in den Griff. Und hat dann wieder ganz nett gelächelt hinten drauf. Sie wird in der Vorbereitung eine gewisse Zeit auch in Oberhof sein, mit Andrea Henkel zusammen trainieren, dort auch dann hin zu Schießtraining noch mal gezielt machen. Miriam Gössner, dass sie sich dort noch ein wenig weiterentwickelt, mehr Konstanz einfach ins Schießen. Sie zeigt so oft im Training, dass sie es kann und dass es funktioniert. Aber in den Rennen, da kannst du noch so schnell laufen. Das Schießen gehört einfach dazu und wirft dich immer wieder ein Stück weit zurück. Ja, lenkt ein bisschen vom Rennen ab hier, diese schönen Bilder. Der Himmel über dem Kaukasus, tolles Panorama. Hier auf 1440 Meter Höhe. Und zu dritt kommen sie jetzt fast zeitgleich in den Schießstand. Landowa, Gössner und Semerenko in dieser Reihenfolge. Und Miriam Gössner ist ja unser stehend Problemfall, immer 2 Fehler geschossen, aber jetzt hat sie 3 Nachlader. Vielleicht funktioniert es ja und sie ist hoffentlich nicht zu schnell gelaufen. Ja, dieser Stadionanlauf ist auch ganz gut zu managen, ganz gut zu machen, kommt den Sportlern entgegen. Dieser lange, flache Bereich, dann dieser kleine Anstieg und dieser lange Einlauf hier hinein, kann man den Puls schon so regulieren, dass es passt.
So, jetzt bleiben Miriam Gössner die drei Patronen, die da eingeblendet sind für die drei Scheiben. Sie sollte die Strafrunde vermeiden. Einmal ist es gelungen. Noch ist die Ukrainerin auch nicht weg. Auch die mit Schwierigkeiten. So, die eine noch. Frankreich. Die eine noch. Die können profitieren da oben. Jetzt geht es in die Strafrunde für Miriam Gössner. Strafrunde für die deutsche Staffel. Die Ukraine geht in Führung. Frankreich, Polen, so richtig profitieren können sie noch nicht. Norwegen. Auch die tun sich alle schwer. Tschechien muss in die Strafrunde. Norwegen könnte profitieren, Norwegen. Da kommt dann Tora Berger. Ja, und Ann-Christine Flatland. Jetzt mit dem Fehler Frankreich in die Strafrunde. Einmal schon. Eine Patrone haben sie noch. Also eine Strafrunde auch für Frankreich. Und Miriam Gössner hält sich auf der zweiten Position. Unglaublich. Natürlich auch ein wenig davon profitiert, dass alle Schwierigkeiten hatten bei diesem für sie zweiten Schießen. Jurieva natürlich mit der Möglichkeit, durch ein schnelles, gutes Schießen sich ran zu vorpirschen. Das gelingt ihr. Entsprechend die Reaktion hier im zweiten Rund. Jurieva immer schon eine ausgezeichnete Schützin, läuferisch nicht ganz so schnell wie die Schnellsten, aber 14. im Sprint, glaube ich, war sie auch gestern. Also schon ordentlich gegen Gössner. Glaube ich, dass sie keine Zeit gut macht. Also Vorsprung dann für Dahlmeier. Und hier sehen wir, den ersten Schuss hat sie getroffen. Der zweite war auch drin. Auch sehr forsch begonnen als erste von den dreien, die da standen. Knapp hoch. Schade. Ja, der war jetzt weiter weg, sodass wir ihn nicht mehr gesehen haben. Und ganz oben rechts sieht man noch ein bisschen herausspitzen. Nicht viel weiß oder nicht viel schwarz. Das Stehenschießen, das ist etwas, was ihr wirklich immer wieder zu schaffen macht. Das Schießen allgemein, aber Stehen im Speziellen. Da hilft es nur eins, üben, üben, üben. Ja, gut, allerdings, wie sie sich hier zumindest bei den ersten Schuss dann doch aus der Affäre zieht, die sie dann trifft. Eine bleibt am Ende stehen. Ja, ärgerlich, völlig klar. Aber am Ende hat sie es doch ganz gut noch gebogen. An zweiter Position rausgegangen, aber natürlich die Führung verspielt. Klar, das ist der Stand. 18,5 Sekunden hinter der Ukraine. Die Polinnen jetzt wieder dran. Auch Norwegen, Tschechien, Russland mittlerweile auf der 6. Position. Auch die mit 4 Nachladern nur. Bei bereits 3 Läuferinnen und keiner Strafrunde. Aber mit den Problemen eben von Slepsova, die gar nicht richtig laufen konnte. Colin hält sich an Miriam Gössner, krallt sie sich ein. Veronika Nowakowska-Simiak ist natürlich eine Lokomotive, wenn man die nutzen kann, wenn man da dranbleiben kann. 18,5 Sekunden war der Rückstand. Und Miriam will natürlich jetzt gut machen. Hat all diese vielen Rennen des Winters in den Beinen, diese Weltmeisterschaft dann. War sie doch sehr müde in Oslo und jetzt auch noch die schweren Strecken hier. Alles ganz nicht einfach für so eine junge Frau. Ja, mittlerweile auch ein paar Plätze eingebüßt im Gesamtweltcup. Immer noch 9. Also 2 deutsche Damen, Andrea Henkel auf 3 und sie auf 9 unter den Top 10. Das ist schon richtig gut. Marenko geht hier fantastisch. Für ihre Verhältnisse wirklich optimal. Genau, ein Takt bleiben. Komm auf, hopp. Jawohl, den einen Buckel noch. Kommt das kleine Stück noch. Das sind jetzt noch 12 Sekunden. 12 nach vorn, hopp. Jawohl. Eine Sekunde hin oder her, egal. Genau. Aber das war eine gute Stelle, da zu stehen, um einmal noch mal zu pushen. Und jetzt haben sie es hier. Da haben sie die beiden. Rechts Tora Berger, links vorne Laura Dahlmeier. Ja, die dreht der Norweger noch ein bisschen den Rücken. Vielleicht will sie sie auch gar nicht so anschauen. Barbora Tomesova haben wir hinter Tora Berger gesehen, für Tschechien gleich im Rennen. Ja, Lappland, oi, ja, ja. Oi, oi. Das wird ein gefundenes Fressen für Tora Berger. Die Norwegerinnen, ich habe es angesprochen, ja, dreimal schon ganz oben in diesem.
dieser Saison mit ihrer Staffel. Als erster allerdings wechselt hier die Formation aus der Ukraine. Valentina Semerenko auf Maria Panfilova. Und der haben sie sicher noch nicht allzu viel gehört. Gleich dazu mehr. Laura Dahlmeier übernimmt also von Miriam Gössner. Für Polen jetzt Monika Heunisch. Auch eine ganz schnelle Athletin. Aber Laura Dahlmeier, die wusste ja hier durchaus zu überzeugen. 4 Weltcuprennen bislang, 3-mal schon unter den Top 10. Und jetzt ist das Rennen eröffnet. Die Endphase. Thora Berger mit dynamischem Armeinsatz auf die ersten 2 Kilometer für sie in dieser Staffel. Ja, diesmal war alles sauber, gleich beim ersten Versuch bei der Ukraine. Und hier die beiden, die zusammengelaufen sind in dieser letzten Runde. So, jetzt der Wechsel auf bei Russland von Jekaterina Jurjeva auf Olga Saltseva. Auch das noch ein großer Name in dieser letzten Runde. Und Marie-Dorin Haber, auch hier bei den Franzosen die stärkste Läuferin, ganz hinten drauf, starke Schützin, auch sie. 8,4 Sekunden sind es, die Differenz zwischen 1 und 2, dann die Polinnen an Position 3. Norwegen gute halbe Minute zurück, Tschechien schon fast eine Minute und Russland 1:04,5. Valentina Semerenko, immer noch ausgepumpt, aber hat eine richtig gute letzte Runde hingelegt, hat die anderen nicht rankommen lassen. Und Heunisch, so, geht vorbei. Heunisch geht vorbei an Laura Dahlmeier. An Dahlmeier. Was auch ein wenig zu erwarten war, Heunisch als Bronzemedaillengewinnerin der Weltmeisterschaften ist in einer blendenden Verfassung und Laura muss versuchen, ihr Tempo zu laufen. Ganz klar, und da kommt schon Thora Berger. Und was die vorhat, das wissen wir alle. Ja, und die ist ja eben nicht nur schnell, sondern die schießt eben auch, ja, glaube ich, gut. Ja. Und auch Laura Dahlmeier hier auf der Außenbahn, ähnlich wie Miriam Gössner. Ja. Das ist dann so viel weiter der Weg, dass du hier keine Möglichkeit hast, dagegen zu halten. Ja, gut, fährt sie da rum. Da darf bloß die Vordere nicht stürzen. Ja, ja, genau. Dann wird es schwierig. Ja, da ist sie gut rumgekommen, hat ein bisschen Tempo da mitnehmen können in den nächsten Anstieg. Maria Panfilova, 24 Jahre alt, seit Oslo erst im Team der Ukraine. Ist in Russland geboren, aber für sie keine Chance im starken russischen Frauenfeld. Deshalb ausgewichen in die Ukraine. Und sehr schön, Laura hält sich dahinter. Hätte jetzt vielleicht vorbeigehen können nach dieser Abfahrt, aber nutzt die Möglichkeit, sich an Heunisch jetzt heran zu klemmen, hinterher zu laufen. Es ist immer etwas einfacher, hinterher zu laufen, als vorne das Tempo zu machen. Macht sie gut. Kräfte einteilen. Da haben wir die ersten 4 Staffeln kurz in einer Einstellung gesehen. Bisschen schwierig einzuschätzen, wie genau die Entfernungen sind. Dafür gibt es die Uhr und die Zeitnahmen. In hoher Frequenz kommt Thora Berger daher. Ach, 8,4 war der Vorsprung der Ukraine. Das gut. Bis hierhin auf den ersten 1,3 Kilometern. Heunisch. Laura geht an die Seite. Super. Klasse machst du, komm. Damit sie da nicht, ja, in Tiefgeläufen unterwegs sein muss. 2 Schübe mehr, dann hast du es. Ja, 2-mal ja schon 7. Eben hier im Sprint gestern. Und auch schon in Oslo. Das war ihr Debüt. Und sie ist ja kein Staffelneuling, die Laura Dahlmeier. Bei der WM, da ist sie ins kalte Wasser geworfen worden. Hat das Vertrauen gerechtfertigt, fehlerfrei geschossen.
Dennoch hat es dann am Ende für die deutsche Staffel nicht für das Podest gereicht. Und Clara Thalmayr wieder vorbei am Heunisch. Wir haben gesehen, Tora Berger holt auf von 33,4 auf 25 Sekunden. Also gut 8 Sekunden hat Tora Berger, die wir hier sehen, auf die Spitze gut gemacht. Das, die ersten vier rücken näher zusammen. Aber das konnte man eben in dieser Konstellation auch erwarten, gerade eben, wenn Tora Berger da hinten drauf kommt. Thalmayr hat einen guten Ski. Heunisch konnte aus dem Windschatten nicht folgen. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, das war ein gutes Duell da auf dieser ersten Runde. Beide mal vorne weggegangen. Klingt immer alles sehr vernünftig, wenn sich Laura Thalmayr äußert. Deshalb gehen wir auch mal davon aus, dass sie sich gut einteilt, dass sie sich gut einschätzt. Und das Tempo sehr gut gewählt hat. Werden wir jetzt erleben. Das ist auch nur Biathlon, hat sie gestern gesagt. Genau. Und wer da die Gegnerinnen sind, ist ihr egal. Sehr stark, Maria Panfilova. Auch Laura Thalmayr fährt der Treffer. Und jetzt auch den fünften. Ganz stark. Setzt da an, wo sie gestern aufgehört hat. Richtig gut. Auch da hat sie alles getroffen. Aber auch die Polin und auch Tora Berger lassen hier nichts anbrennen. Alle Scheiben getroffen. Keiner hat einen Nachlader gebraucht. Und jetzt sind sie binnen 21 Sekunden unterwegs, die ersten vier. Und von 1 auf 2, der gleiche Abstand wie beim Wechsel. 8,8 zu 8,4 Sekunden. Olga Saitseva ist da. Mal wieder der Bär schießt schnell und sicher. Ja, stark, die Französin, ganz bewusst, sehr viel Risiko gegangen, auch Olga Saitseva. Wolle natürlich sich hier ranschieben, wenn es überhaupt noch eine Chance gibt, dann so. Die Uhr läuft ohne Gnade, Minute Rückstand für Frankreich. Die beiden jetzt gemeinsam auf der Runde, Marie-Dorin Haber und Olga Saitseva. Und Tschechien mit Barbora Tomesova. Lange ja in Führung gelegen mit den zwei stärksten Läuferinnen vorneweg. Wird jetzt ein wenig nach hinten durchgereicht. Trefferbild Thalmayr, etwas tief der erste. Sieht etwas rechts aus. Ja, hier hat sie Glück. Randtreffer rechts und ein sauberer Treffer zum Schluss hervorragend gemacht. Sie ist ja wirklich eine hervorragende Biathletin. Die ist jetzt mit ihren 19 Jahren schon relativ, ausgeglichen, gut läuferisch gut, eine gute Schützin, also eine wirklich komplette Biathletin. Ja, und Miriam Gössner, die können wir hören, wie es ihr gegangen ist. Bitte. Ja, Miriam Gössner hat die deutsche Mannschaft von 3 auf 2 gelaufen. Über Schießen haben wir gestern schon gesprochen, da haben sie gesagt, dafür ist der Sommer da. Lassen Sie uns mal ein Wort über das Laufen reden. Man hat den Eindruck, sie fliegen über diese Strecke. Gab es dafür schon den ein oder anderen neidischen Blick von der Konkurrenz? Nee, neidischen Blick nicht. Mir macht das Laufen einfach viel Spaß. Und wenn ich einen Fehler am Schießstand mache, muss ich halt versuchen, umso schneller zu laufen und das dann wieder da zu kompensieren. Und ich glaube, es war heute ganz okay. Wir haben eine Szene beobachtet, die können wir uns mal angucken. Da haben sie zweimal versucht, gleich auf dem ersten Anstieg hier, der wirklich lang ist und ziemlich steil ist, außen zu überholen. Ich wäre ja um jeden Meter froh, den ich da nicht laufen müsste. Ja, es war vielleicht nicht ganz so clever, weil es innen dann einfach oben viel schneller ist und nicht ganz so tief ist. Ich habe es dann auch gemerkt und bin dann wieder hinter sie gegangen und habe es dann am nächsten Berg habe ich sie dann überholt und das war auch okay so. So einfach ist das manchmal? Na, ganz so einfach ist es nicht. Es wäre schön, wenn es immer so einfach wäre. Ich habe einfach versucht, mein Bestes zu geben. Dankeschön. Und gehen wir wieder raus auf die Strecke zu Laura Thalmayr. Dahinter Heunisch und dahinter Tora Berger. Da
hat sich nichts verändert an der Reihenfolge der ersten vier, aber sie kommen enger zusammen, weil Thora Berger da hinten nicht nachlässt, sondern ganz im Gegenteil. Druck macht, Tempo macht, ran will, rankommen will an die beiden hier. Aber sehr gut, muss man auch sagen, vorneweg die Ukrainerin. Unterstützt natürlich auch durch ihr gutes Schießen. Ja, Laura, super. Genau, und stehen nochmal genauso konzentriert. Super, auf. Ja, Berger kommt ein wenig näher heran. Zwei Sekunden, ne? Ja, das ist nicht viel. Also jetzt geht es ja auch dann wieder vermehrt bergab. Wir haben gesehen, Laura hat den guten Ski. Also sollte auch jetzt zum Schießen so bleiben. Und sie als Nesthäkchen der vier, bin ich mal gespannt, wie es ihr jetzt geht. Hat ja ein sehr erfolgreiches Jahr bei den Junioren-WM in Obertiljach. In jedem Rennen eine Medaille gewonnen. Einmal Gold, einmal Silber. Ähnlich wie Thora Berger, der das in Novo Mesto gelungen ist, in 6 Rennen 6 Medaillen abgeräumt. Dahlmeier, die gerne auch in den Bergen umherkraxelt und auf dem Mountainbike unterwegs ist. Also weiter gut unterwegs mit dieser deutschen Staffel hier im letzten Staffelwettbewerb der Saison. Jetzt nochmal Nervenanspannung bei allen Vieren, auch bei Thora Berger, keine Frage. Die will ja auch da nach vorne kommen, hat aber immer wieder gezeigt, wie sehr sie doch das letzte Schießen in einer Staffel beherrscht und wie schnell vor allen Dingen. Hier unten ist man noch beim liegenden Anschlag. Berger jetzt vorbei an der vor ihr laufenden Heunisch. Oder jetzt hinter ihr laufenden natürlich. Ja, ja, genau. Schon auf 3 gerückt. Also, alles ist bereitet für das letzte Schießen. Wer geht hier als Erster raus? Wer springt aufs Podest? Die ersten 4 Staffeln hier haben die allergrößten Chancen. Und mittendrin die 19-jährige Laura Dahlmeier. Stark wieder die Ukrainerin. Ja, Ukraine bleibt vorne. Eine noch, komm. Jawohl, ja, Laura Dahlmeier geht mit. Und die müssen nachladen, Norwegen und Polen. Ganz stark, Laura Dahlmeier, wie gestern, alles getroffen. Auch sie, ähnlich wie Benedikt Doll am Vormittag, rechtfertigt dieses Vertrauen. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf dieses Duell da vorne. Und natürlich auf das, was Thora Berger hier noch reißt. Ist jetzt auch unterwegs, sie hat es so eilig. Schnell in die Schlaufen, schon im Gas geben. Frankreich bzw. Polen. Polen ist fertig mit 2 Nachladern, geht jetzt raus. Auf der 4. Position. 30,8, die sind ja, weg. Ja, die sind weg. Keine Chance auf Berger, das haben wir in der Runde zuvor schon gesehen. Also die Podestplätze vorne scheinen zunächst mal klar, nur auf wer auf welcher Stufe steht. Das ist noch nicht ganz sicher. Olga Saitseva musste auch 2-mal nachladen. Laura Dahlmeier. Ja, sie hat eine gute letzte Runde. Und einen guten Ski, das haben wir auch schon gesagt. Und jetzt hier alles aus dem Häuschen. Rico läuft noch mit. Aufkommen, da hinten kommt die Thora. Hier mit der 15. überrundete Läuferin, die Estin. Gatrileta und dahinter Thora Berger und abgeschlagen hinten dran. Die Polin, keine Chance mehr. Ja, jetzt wäre es ja gut gewesen, ja, sie geht ja, vor. Ja, macht sie, ja, macht sie. Da in der Abfahrt, dass sie da freie Bahn hat in der Abfahrt. Das wird jetzt kritisch. Ah, bleibt dahinter, jetzt muss sie dahinter bleiben. Ja, gute Entscheidung. Ja, sie ist schnell, sie läuft da immer wieder auf. Oh, ist die mutig, geht jetzt hier innen rein. Oh. Wow, sehr gut. Gute Linie gewählt. Sehr gut, ja. Alle beide haben sie das gut gelöst hier. Nicht so einfach in dieser schnellen Schussfahrt
dann die Kurve zu meistern. Und Laura Dahlmeier geht vorbei. Ich glaube es nicht, wie die hier hochspringt. Und kann sie sich da lösen? Es sind gleich 2-3 Meter. Sieht nicht so frisch aus, die Dame aus der Ukraine. Tora Berger. Die springt hier gewohnt hoch. Das ist ja unglaublich. Wo holt das Mädel die Kraft her? Den Einzel, den haben sie hier, ja, da hat sie ausgesetzt, weil sie so kaputt war nach den Rennen in Oslo, dass sie ja nicht so gewohnt ist in diesem Tempo, in diesem Rhythmus, mittendrin im Weltcup. Dann im Sprint hier gestern der 7. Rang und jetzt hat sie hier die Staffel der deutschen Mannschaft in Führung gebracht. Und der Abstand wird ein bisschen größer. Die Frage ist, was macht Tora Berger? Kommt die noch ran? An die Ukraine vielleicht, ja. Aber nicht an Laura Dahlmeier. Jetzt mache ich da meinen Propheten. Und was toll war, ja. Hat natürlich auch geschafft. Er hat auch alles gegeben, der Rico Groß. Ja, sie kann auch nicht mehr zulegen. Ja, sie ist auch nur ein Mensch. Sie ist nicht jedes Mal dazu in der Lage, alles im Grund und Boden zu laufen. Und ich glaube, Laura Dahlmeier hat die besten Karten, weil sie eben einen schnellen Ski auch noch hat. Also diese offensive Aufstellung, die sie heute gewählt haben. Das reicht, nein, das reicht, nein, komm, auf! Also, und schieb an, schieb an! Ja, die ist weg, die Ukrainerin und auch Tora Berger. Da ist der Abstand gewaltig. Die kommt nicht wirklich entscheidend dran. Ja, um das nochmal aufzugreifen, offensiv die Aufstellung. Gleich mit Andrea Henkel vorneweg, Dampf gemacht im ganzen Feld. Dann Evi Sachenbacher-Stehle nach der guten Leistung hier im Sprint, der guten Form. Miriam Gössner auf der 3, die richtig auch noch mal für Druck im Feld sorgen kann, die Mannschaft nach vorne bringen sollte. Trotz der Strafrunde auf 2 und dann aber eine solche Leistung, nicht nur mit den Beinen, sondern auch mit dem Kopf von Laura Dahlmeier. Das kann man nicht hoch genug bewerten. Richtig klasse. Weil sie einfach eine perfekte Renneinteilung hat, weil sie weiß, wie Biathlon funktioniert, Laufen und Schießen perfekt zusammenzubringen. Das Mädel ist eine Wucht und sie kann Tora Berger auf Distanz halten auf der letzten Runde. Also sie verliert auch keine Zeit, jetzt muss sie natürlich kämpfen, das tut weh, aber sie ist beflügelt, sie weiß, das kann ich schaffen, jetzt muss ich nur noch alles geben. Und das tut allen weh jetzt, jeder Meter tut hier jeder Frau weh, die noch unterwegs ist. Und da stehen die anderen drei und warten auf ihre Jüngste. Andrea Henkel, Evi Sachenbacher-Stehle und Miriam Gössner. Jetzt sind es nur noch ein paar Meter. Einfach nur genießen, so gut es noch geht, Laura Dahlmeier. Tolles Rennen geliefert. Und die deutsche Staffel hier zum Sieg gebracht. Und das eben mit all den großen Namen um sie herum. Hat sie es durchgezogen, souverän geschossen, einmal mehr. Und auch läuferisch dagegen halten können. Klasse Vorstellung von Laura Dahlmeier, von allen Vieren. Wollen wir die Strafrunde mal streichen? Auch das ist ja zu bedenken. Die Ukraine kommt am Ende auf den 2. Rang. Also auch sie können die Norwegerinnen und Tora Berger auf Distanz halten. Die aber die Norwegerinnen eben noch aufs Podest gebracht hat. Entsprechend auch hier der Jubel. Und der kennt bei den Vieren keine Grenzen im Moment. Die ausgepumpte, die letzte ganz links. Und die drei, die sich schon ein wenig erholt haben. Völlig aus dem Häuschen. Mit Evi Sachenbacher-Stehle, mit Laura Dahlmeier. Das ist ja zwei Einsteigerinnen bzw. zwei Neulinge in der Weltcup-Staffel. Laura Dahlmeier jetzt nicht, weil sie ja... Aber sie ist ja noch ganz frisch, also mit 19 Jahren. Unglaublich. Und die Polinnen jetzt doch schon 51 Sekunden zurück. Auf der 4. Position. Und da kommt Marie-Dorin Habert für Frankreich. Also hat auch nichts mehr ausrichten können nach vorne. Die Beste in ihrer Mannschaft. 5. Platz, 1 Minute, 5,4 Sekunden. Der Rückstand für Frankreich mit 2 Strafrunden natürlich. Auch die Polen im Jahr mit 2 Strafrunden. Die Norwegerinnen gewinnen den Weltcup in dieser Disziplin vor der Ukraine. Die deutsche Mannschaft hat sich noch vom 4. auf den 3. Rang verbessert. Vorbei an Russland. Vorbei an Olga Saitseva, die hier als 6. einkommt. 1,5 Minuten der Rückstand. Und das Ganze
ohne Strafrunde. Aber noch einmal erwähnt, Svetlana Slepsova mit großen Schwierigkeiten, Kreislaufproblemen, bis ins Ziel gleich die erste Läuferin. Und dann geht sie los. Die Tour, sich beglückwünschen zu lassen, die Schulterklopfer kommen. Völlig zurecht. Man muss sich das vorstellen, in Oslo zum Team gestoßen, vier Rennen, dreimal unter den Top Ten, zweimal Siebte. Das sind absolute Spitzenresultate und dann, wie schon bei der WM, ein solcher Auftritt. Und diesmal wird er richtig gekrönt und belohnt mit dem ersten Platz für dieses strahlende Quartett hier. Andrea Henkel links, dann Efi Sachenbacher-Steele, Miriam Gössner und ganz rechts Laura Dahlmeier. Glückwunsch! Das Ganze noch einmal im Tableau, also Deutschland, Ukraine, Norwegen. Und wir machen weiter mit Alex, bitte. Ja, Christoph, und wir stehen ja hier direkt im Zielraum und haben eben beobachtet, dass Laura Dahlmeier beim Siegerfoto auch am lautesten gejubelt hat. Also die Frau ist selbstbewusst und die beeindruckt uns und die beeindruckt auch Herbert Fritzenwenger. Gestern hat er gesagt, die junge Frau ist der Wahnsinn. Heute, die junge Frau ist die Wucht. Ja. Kannst du das noch steigern? Also es war wirklich beeindruckend. Ne? Es ist beeindruckend und sie kann es und sie hat es unter Beweis gestellt. Und auch Dank an die Trainer kann man sagen, dass sie auch diesen Mut gehabt haben zu sagen, nein, wir lassen sie im Einzel raus, wir müssen die Kräfte schonen und das ist der beste Lohn dafür. Aber versuch mir und den Zuschauern das mal zu erklären, vor allen Dingen die beiden Auftritte in der Staffel, bei der WM 2x0, hier 2x0, woher hat sie diese Nervenstärke her mit 19 Jahren? Sie bereitet jetzt schon einige Jahre diesen Biathlon, oder sie hat diesen Biathlon-Sport schon einige Jahre auch trainiert und auch in Wettkämpfen auch ja, vorbereitet, beziehungsweise diese Sache für den Weltcup schon erlebt. Und das ist auch eine Sache, dass man auch sagt, es hat Talente, die sowas schneller trainieren und sich aneignen als andere. Und sie ist halt eine diejenigen, die das auch schnell begreift oder auch schnell für sich erkennt. Es ist auch sehr individuell, dass man so eine Schießleistung dann für sich auch festsetzt. Alles klar. So, wir haben jetzt noch mal ein schönes Bild für Sie, wie ich gerade aus der Regie höre. Und zwar die Damen rennen zum Interview hier hinter uns vorbei und wir haben gerade schon mal von uns rüber geschwenkt, das können wir vielleicht nochmal machen. Dort hinten stehen sie nämlich bereit bei Nils Kaben. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ja, wir gratulieren gerne weiter. Herzlichen Glückwunsch. Ganz schöne Klänge hier von der Tribüne. Oh, wie das da schön mitten im Kaukasus. Hätten Sie sich das vorher träumen lassen? Also wir haben gewusst, dass wir eine gute Staffel sind, aber dass wir jetzt heute gewinnen, das haben wir zwar gehofft, dass wir können, aber wir wissen, tut man sowas nie. Und die anderen Mannschaften sind auch sehr stark, von dem her haben wir einfach alle versucht, unser Bestes zu geben. Und ich glaube, alle, die hier stehen, haben heute ein tolles Training gemacht und wir können echt zufrieden sein. Auch die eine, die gleich noch kommt, nämlich Laura Dahlmeier. Andrea, ist Gewinnen in der Staffel mit der Mannschaft immer noch ein bisschen schöner als alleine? Also alles beides schön, aber so feiert es natürlich noch viel besser, wenn wir dann so quasi alle gleich glücklich sind. Sie haben vorhin erzählt, Efi, dass Sie sehr aufgeregt gewesen sind vor dieser Staffel. Ist das nochmal so ein besonderes Gefühl? Man selbst will nicht diejenige sein, die zu oft daneben schießt, die es möglicherweise vermasselt. Ist das noch so eine andere Verantwortung? Auf jeden Fall. Also ich meine, ich kenne es ja nur vom Laufen eigentlich, vom Langlauf. Und das mit dem Schießen ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes, weil da geht dann schnell mal ein Schuss daneben und dann hat man es versaut, aber es hat ja alles super gut geklappt bei uns heute und ich bin so glücklich. Ich hätte mir das nie erträumen können, dass ich da mit der Staffel meinen Weltcup gewinnen kann. Stimmt. Evi und ich hatten bis jetzt immer gute Staffeln und ich finde, das könnte man so weitermachen. Das glaube ich auch, dass Sie so weitermachen können. Ich hoffe mal, dass Laura Dahlmeier gleich noch kommt. Miriam, lassen Sie uns noch einen ernsthaften Satz reden. Wenn das mit dem Schießen nicht so richtig hinhaut und das Problem zieht sich ja bei Ihnen schon durch den ganzen Winter, geht Ihnen das dann auf der letzten Runde noch ein bisschen nach, dass Sie denken, Mist, verdammt, ich muss mal gucken, dass ich das halbwegs wieder repariert kriege. Und das gelingt Ihnen ja ganz gut mit dem schnellen Laufen. Nee, eigentlich nicht. Und ich finde, so schlecht war mein Schießen den Winter gar nicht. Ich habe immerhin drei Rennen gewonnen und habe gute Schießleistungen gebracht. Klar habe ich auch Wettkämpfe dabei gehabt, wo es voll daneben gegangen ist. Und jetzt heute mit der Strafrunde, klar war ärgerlich, aber ich habe mit nur 8 Sekunden Rückstand übergeben. Und ich glaube, es war trotzdem ein sehr, sehr gutes Rennen. Und Biathlon ist beides. Und wo man es dann im Endeffekt entscheidet, ob am Schießstand oder in der Läufe, ist dann egal. Hauptsache die Gesamtleistung stimmt. Und die war bei uns allen heute gut, egal wie wir es angestellt haben. Und von dem her, glaube ich, können wir zu Recht stolz auf uns alle vier sein. Ja, das denke ich wohl auch. Jetzt kommt gerade die Jüngste im Bunde, die Schlussläuferin. Ich frage mal die Erfahrenste, Andrea, was sagen Sie zu dem Auftritt von Laura Dahlmeier heute? Ja, so, ich meine, sie stand ja auch nicht allein am Schießstand, dann nochmal zum Stehenschießen mit einer 0,5 zu machen, das ist jetzt nicht selbstverständlich und das muss man erstmal machen und dann Hut ab. Und dann in der Schlussrunde dann noch vorbeizugehen und dann hier den Sieg,
so einzufahren, dass man auf der Zielgerade noch jubeln kann, das hat schon was. Gab es im Team eine größere Diskussion, als Sie erfahren haben, dass Sie am Schluss laufen sollen? Das ist ja immer noch mal ein besonderes Päckchen. Das ist, glaube ich, Ihre zweite Staffel bei den Großen, sage ich mal. Ne? Ja, es war natürlich ungewohnt. Wir haben was Neues ausprobiert. Und ja, es ist natürlich, hat sonst immer jemand anders die Schlussposition inne gehabt. Aber ich glaube, wir haben uns da oder haben das ganz gut hingebracht. Und mit dem Ergebnis, glaube ich, können wir alle zufrieden sein. Hat Spaß gemacht? Ja, auf alle Fälle. Wenn der Trainer dann so auf der letzten Runde, wenn man fast nicht mehr kann, sagt, komm, den einen Berg, den schaffst du doch. Da könnte man auch sauer werden und sagen, du musst dich gerade melden, stehst hier schön rum. Oder gibt das dann nochmal so einen richtigen Schub? Also am letzten Berg geht es immer, weil dann weiß ich, dass das Ziel nah ist und da kann man immer alles geben. Und davor ist natürlich immer gut, wenn man weiß, wie die Rückstände nach vorne und nach hinten sind. Und es ist doch immer Motivation. Und dann die Zielgeraden ist doch das Schönste, ne? Oh ja, mit dem Vorsprung war es echt cool, dass man noch Zeit hat und es ist kein Fotofinish geworden, auch wenn wir es geübt hätten, gell Miri? Nein, aber es war ein super Erlebnis heute. Prima, wir gratulieren nochmal ganz herzlich. Jetzt geht's gleich die erste Siegerehrung. Also es hat viel Spaß gemacht, herzlichen Glückwunsch, auf bald. Ja, und uns hat es natürlich auch viel Spaß gemacht, dieser Staffel zuzuschauen und vor allen Dingen auch dieser Staffel zuzuhören, Sven. Wir haben noch mal eine wirklich starke Szene von der Strecke von Laura Dahlmeier nach dem letzten Schießen, als sie da relativ todesmutig, ich möchte nicht sagen, aber forsch in die Abfahrt gegangen ist und dann die Ukrainerin links hat liegen lassen sozusagen. Ja. Wofür ist das ein Zeichen, dass diese junge Frau so in diese Kurve geht? Für eine gewisse Unbekümmertheit oder auch Selbstbewusstsein. Und das braucht man auch. Und diese Kurve, wo sie alle davor auch Angst hatten, ja gar nicht Angst zu haben, sondern im Gegenteil noch Stärke zu zeigen, damit setzt man ein Signal. Und dieses Signal ist nicht einfach nur so in der Kurve, sondern auch hier am Anstieg sogar ein leichtes Springen ist zu erkennen, dass sie dort an selbstbewusst vorbeispringt und damit auch ein Loch reißt und sagt, nein, ich bin Schlussläuferin. Und das ist genau ein wichtiger Punkt für einen Schlussläufer, hinten drauf beim letzten Schießen möglichst fehlerfrei zu schießen und dann noch auf der Runde so noch taktisch arbeiten zu können. Mhm. Durch die Kraft hat sie heute super realisieren können. Super, klasse. Wir reden jetzt schon wieder alle von Laura Dahlmeier. Ich weiß aber von dir, dass du mal sagst, Freunde, lass mal schöne Kirche im Dorf. Ne? Die ist 19 Jahre und da kann noch einiges passieren. Das ist so und diese Leistung in den jungen Jahren kann man nicht an Mass abfordern, sondern muss sich punktuell aussuchen, wo kann ich jetzt die Leistung abrufen, wo braucht man mal ein bisschen Ruhe. Ich erinnere nur an den Weltcup in Oslo, wo es ihr auch nicht ganz so ging. Und deshalb ist es richtig und gut, sie immer mal auch pausieren zu lassen oder junge Athletin überhaupt pausieren zu lassen. Unter dem Motto vier Damen und ein Gerald haben wir ein Bild für Sie, Umarmung der Damen mit dem Trainer der Damen, mit Gerald Hönig. Hier haben wir es im Bild und der steht jetzt nach diesem Geherze sozusagen bei Nils Kaben. Aber Nils wird ihn nicht umarmen, glaube ich. Nee, wir haben noch einen Zaun hier zwischen uns, Gott sei Dank. Gerald, herzlichen Glückwunsch, tolles Rennen, tolle Leistung. Ist das so ein Nachmittag oder ein Abend, hier ist ja schon Abend, der Sie glücklich strahlen lässt, auch als Trainer? Ja, ich glaube zu Recht. Ich nehme auch den Glückwunsch gerne an. Die Mädels haben heute eine tolle Staffel gezeigt. Nachdem wir in Novo Mesto doch nicht ganz so glücklich waren mit Platz 5, haben wir auch hier bei der Olympiaprobe, denke ich mal, heute uns zurückgemeldet und haben an dem Ort der Spiele für nächstes Jahr eine Leistung gezeigt, mit der man durchaus zufrieden sein kann. Laura Dahlmeier als Schlussläuferin aufzustellen, die Jüngste, war das sehr mutig? Na, ich denke mal nicht. Wir haben versucht, von vorne weg eine offensive Aufstellung zu haben. Deswegen auch die Andrea weg von der 4 und vorne auf die 1. Und das ist heute optimal aufgegangen. Wir haben als Erste gewechselt. Das ist uns lange nicht gelungen. Und wenn man einmal vorne im Geschäft dabei ist, dann tut man sich leichter, als wenn man am Aufholen ist und dann auch schnell mal Fehler passieren. Und ich glaube, die Laura hat Fähigkeiten in den letzten Rennen gezeigt, gerade was am Schießstand betrifft oder auch schnelle Schlussrunden, die sie laufen kann, dass die Position auf der 4 für uns eigentlich kein zu hohes Risiko war, mit ihr zu besetzen. Miriam Gössner hat erzählt, sie will sich im Sommer ganz intensiv dem Schießen widmen. Sind Sie da zuversichtlich? Ja, wir werden auf jeden Fall weiter arbeiten. Es stehen auch die ersten Pläne und die ersten Gespräche haben wir geführt, wie wir das mit ihr angehen wollen. Es wird konzentrierte Schießlehrgänge geben, auch wahrscheinlich mit ihr alleine. Und ich denke mal, wir haben heute ein gutes Schießen der Mannschaft gesehen mit insgesamt 7 Nachladern. Aber die eine Strafrunde ist schon ein bisschen ein schwarzer Fleck. Vielen Dank. Jetzt beginnt die Siegerehrung. Christoph und Herbert, bitte. Ja, und da schwenken wir doch schnell wieder rüber. Da haben sie schon Position eingenommen auf dem obersten Podest. Da macht es am allermeisten Spaß. Die 4 erfolgreichen deutschen Damen in der Staffel also heute. 2. Sieg in dieser Saison.
nachdem in Antholz die Männer am Nachmittag Zweite und Gerald Hönig hat es gesagt, das werden beide Staffeln mitnehmen, Männer wie Frauen, für die Olympischen Spiele. Ein gutes Ausrufezeichen, ein dickes Ausrufezeichen auch an die Konkurrenz. Mit diesen beiden Teams ist zu rechnen. An zweiter Position die Ukraine. Auch die haben sich am Ende gut bewährt und gut durchgekämpft. Julia Cima, Olena Petruschna, die eingesprungen ist für Vita Semerenko kurzfristig. Valentina Semerenko und Maria Panfilova hat es am Ende ins Ziel gekämpft. Konnte sich auch Tora Berger, die Norwegerin, vom Leibe halten. Und die sind hier richtig gut drauf und richtig gut gelaunt. Die Efi Sachenbacher-Stehle, die nicht geglaubt hat, dass sie mal eine Weltcup-Staffel gewinnt und so nervös war. Und jetzt also die Gratulation der Norwegerinnen Hilde Fenne, Tiril Eckhoff an Christine Flatland und Tora Berger, die hier Aufstellung nehmen auf dem dritten Podest. Das ist ein Schlussbild bei dieser Flower-Zeremonie, wie wir es uns häufiger wünschen und das natürlich festgehalten sein will. Das wird der Ebenen immer wieder vorführen und immer wieder zeigen. Vielleicht vergrößern lassen, aufhängen, irgendwo im Trainingslager. Mädels, guckt mal, das habt ihr geschafft. Das könnt ihr schaffen. Also Gratulation noch einmal. Erster Platz für die deutsche Staffel bei der Generalprobe in Sochi. Ja, und ich habe selten eine deutsche Damenstaffel gesehen, bei der Strahlen um die Wette so sehr gepasst hat wie bei diesen vier Damen. So, Männer 2, die Damen 1. Was bedeutet das für das kommende Jahr? Das sieht erstmal gut aus, eine gute Grundlage, dass man sagt, ja, wir kommen mit dem Schießstand zurecht. Auch die veränderte Runde liegt uns, da wird ja schon viel diskutiert. Und ich denke, so ein positives Gefühl ist wichtig, auch wenn in der Saison das ein oder andere nicht lief. Aber die Hoffnung ist ganz wichtig, gerade für den Sommer, dass man sagt, wir wissen, worauf es ankommt. Wir legen da weiter und geben Gas, dass bei den Olympischen Spielen es ähnlich aussieht wie heute. Ich frage mich auch deshalb, weil es tatsächlich so ist, ne? Weil man diese guten Gefühle mitnimmt. Da geht gar nicht anders. Ja, also Schießen ist auch viel Kopfsache. Wichtig ist eine Grundlage im Laufen, das hat heute Laura auch gezeigt. Dass wenn man im Laufen eine gewisse Grundform hat, dann kann man auch taktieren. Dann fühlt man sich auch am Schießen besser. Amateur hat das mehrfach gezeigt, Amateur Foucault, auch eine Tora Berger. Und wenn man diese Grundlage hat und ein gutes Gefühl in dieser ganzen Summe, in Weltcuprennen vorher sich in die Position läuft, dann läuft da auch das Rennen. Und auch heute bei der Staffel ganz schön zu sehen, es war immer so, dass die Staffel auf dem Podium war, auf 1, 3, 2 und gewinnt. Und wenn man immer den Zug nach vorne hat, dann kann man agieren und dann gewinnt man auch. Okay, Sven, dann sage ich schon mal vielen Dank. Es waren schöne Tage hier in Sochi, aber auch turbulente Tage, die wir hier im Kaukasus erlebt haben. Und wir haben noch ein paar Impressionen für Sie zusammengefasst. Ist okay, kein Problem. Queen of Tanzania, but now we live in suburbia without any friends or Brazilian. My baby came down from Romania. She was a queen of Tanzania, but now we live in suburbia without any friends or Brazilian. Also, das waren nochmal schöne Bilder zum Ende dieser Olympischen Generalprobe hier in Sochi. Sven, mir bleibt noch übrig, dir vielen Dank zu sagen für die Tage hier. Und wir freuen uns sicherlich dann aufs nächste Jahr, wenn es dann wirklich ernst wird hier bei den Olympischen Spielen. Also, wir verabschieden uns mit den vier Damen, die heute hier diesen wunderbaren Sieg eingefahren haben. Und beenden das Ganze mit einem fröhlichen Dos Vidanje, die... Nee, Is, Sochi. Dos Vidanje ist Russisch ist nicht mein Ding, glaube ich.